Und willkommen zu einem neuen Video. Also, heute teste ich wieder ein Tutorial von einem Kunst-YouTuber. Und zwar ist das Hugo. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist halt nicht deutschsprachig. So, deswegen weiß ich nicht. Aber ich habe den auf jeden Fall schon in meinem Lieblingskunst-YouTuber-Video erwähnt. Das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Link ist in der Beschreibung. Und zwar habe ich hier schon das Augentutorial. Und zwar wird das hinterher so ein blaues Auge. Und ich möchte gerne Augen realistisch zeichnen können. Deswegen ist das Tutorial eigentlich ganz gut. Und ja, ich muss erstmal die Vorskizze machen. Ich kann euch kurz zeigen, wie das Endergebnis aussehen soll. Also das ist das Endergebnis von ihm und das sieht so geil aus. Und ich bin generell so im Hautzeichnen sehr, 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 sehr schlecht. Deswegen glaube ich, mache ich nur das Auge an sich und nicht die Haut drumherum, weil ich mich mehr so aufs Auge fixieren möchte. Und ja, jetzt muss ich erstmal die Vorskizze machen. Oh Gott, ich habe gerade so sehr damit einfach gestruggelt, das so hinzubekommen. Aber so ist es jetzt in Ordnung. Und als nächstes fängt er an mit der Pupille, glaube ich. Ja, die Pupille. Und ich würde sagen, ich zeichne den Lichtpunkt und die Pupille jetzt erstmal ein. Also, die Pupille und hier den Rand hätten wir und jetzt kommt so ein helles Blau hier so einmal drumherum und hier ist so ein kleines bisschen dunkler aufgedruckt und ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Also bis jetzt ist es einfach. Bis jetzt hatte ich keine großen Probleme und es sieht auch gut aus, bis jetzt finde ich so. Aber mal sehen, wie es gleich sein wird. Also bis jetzt sieht es ja soweit so gut aus und es ist auch einfach, aber ich habe halt gerade gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es war so logisch, dass mir das passiert. Und zwar hier. Ihr seht, hier ist so eine Lücke zwischen dem Lichtpunkt und der Grenze hier. Jetzt kommt euch meins an. Hier zwischen ist keine Lücke. Ich weiß nicht, wie ich das retten soll, weil ich Angst habe, dass meine Radierung mir wieder alles zerstört. Deswegen werde ich das jetzt, glaube ich, so lassen. Ich habe jetzt hier doch einen kleinen, mit dem Radiergummi hier noch so ein kleines bisschen was leer radieren können. Und ja, jetzt geht's weiter. So sieht hier das Auge aus, an den Seiten ein bisschen dunkler. Dann hier noch so ein bisschen heller die Farbe und ja, das versuche ich jetzt auch hinzubekommen. Also, das habe ich jetzt auch gemacht. Bis jetzt war es, wie gesagt, einfach. Und ja, es sieht auch ganz gut aus. Also, es ist natürlich noch nicht fertig, aber bis jetzt finde ich, sieht es gut aus.
Und mal gucken, wie es weitergeht. Oh, okay. Das wird schwer. Ich hasse diesen Part. Oh Gott, ich kann das so schlecht. Diese Striche, diese Augenstriche so. You know? Okay, ich versuch's. Ja, also der Part wäre auch erledigt. Das ging auch ziemlich einfach, würde ich sagen. Und das bisherige Ergebnis? Nee. Der Zwischenstand ist gut, finde ich. Und jetzt malt er hier Wimpern rein. Und ich hasse es, Wimpern zu zeichnen. Aber ich werde diesen Part garantiert nicht auslassen. Deswegen werden wir jetzt gemeinsam Wimpern zeichnen. Ja, die Wimpern hätten wir auch geschafft. Die waren leichter als erwartet. Bis jetzt finde ich das Tutorial sehr gut. Okay, jetzt kommt hier so das Innere quasi mit Rot- und Rosatönen. Und ja, das wird hoffentlich auch ein bisschen realistisch werden. Wir werden sehen. Also so ist schon mal Seite Nummer 1 fertig. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Und ja, jetzt kommt die zweite Seite. Mein Auge ist sehr rot. Ja. Ich habe schon versucht, mit Weiß ein bisschen rauszugehen, aber ich habe einfach so viel rosa oder roten drei gepackt. Hätte ich vielleicht nicht tun dürfen, aber jetzt kommen auch die kleinen Äderchen an der Seite. Ich zoome ein bisschen ran. So. Als nächstes werden die Lichtpunkte gemacht. Und ich habe halt jetzt so einen großen Edding-Marker. Und damit kann ich jetzt gute, schöne große Lichtpunkte reinmachen. Und ja, das mache ich jetzt. Also Lichtpunkte sind jetzt auch drin. Und als nächstes malt ihr jetzt die Haut. Deswegen werde ich, also ich werde jetzt den Part überspringen, weil ich mich eigentlich im Großen und Ganzen so auf das Auge an sich fixieren wollte, nicht auf die Haut, weil ich bin einfach im Hautzeichnen so schlecht. Ich bin mir sehr sicher, dass der Hautpart alles zerstören wird. Deswegen warte ich kurz ab und dann zeichne ich gleich die Wimpern. Wir werden jetzt. Das ist kein Schwarz. Mein Schwarz ist weg. Das ist doch kein Schwarz. Das ist grau. Oh, mein Schwarz liegt hier. Wir werden jetzt gemeinsam die Wimpern zeichnen und ich hasse es. Wimpern sind so schrecklich. Aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, das sage ich gefühlt in jedem Video. Okay.
Also die Wimpern sind, wie gesagt, der Horror. Seine Wimpern sehen gut aus. Meine Wimpern sehen nicht gut aus, weil ich aber keine Wimpern zeichnen kann. Deswegen habe ich meine Wimpern einfach ein bisschen anders gemacht als seine. Ich glaube, das ist nicht schön. Hugos Bild sieht selbstverständlich eine Million Mal schöner aus. Und ich weiß, dass es auch nicht identisch aussieht, wenn man sich das so daneben legt. Aber es ging mir ja so um die Pupille auch, weil es ging mir selbstverständlich mehr. Wieso selbstverständlich? Es ging mir mehr so um die Iris und nicht um die Pupille. Und ja, mein Auge ist ein bisschen rot geworden. Aber das ist jetzt nicht schlimm, also es stört mich jetzt nicht sonderlich. Und ja, ihr könnt mir mal Ideen in die Kommentare schreiben, von wem ich als nächstes mal so ein Tutorial testen soll. Und ja, ich hoffe, Hugo sieht vielleicht dieses Video. Wer weiß. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.